Arena. Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Willkommen zurück bei Fellner Live. Und bei mir zu Gast ist jetzt der FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Schnedlitz, das ganze Land ist geschockt natürlich aufgrund dieses tragischen Mordfalls an der erst 13-jährigen Leonie. Und seit Tagen gibt es jetzt auch eine Debatte über unser Asylsystem und natürlich auch die Frage der politischen Verantwortung. Wo sehen Sie denn hier die Fehler, die da passiert sind anscheinend im System? Naja, zum Schock und zur Trauer mischt sich auch immer mehr Wut, weil es versteht einfach niemand mehr in diesem Land, dass diese Bundesregierung und vor allem die ÖVP, die immer behauptet, sie fahren so eine konsequente Linie etc., dass diese Bundesregierung nichts macht, außer runde Tische, Ankündigungen, Pressekonferenzen, während draußen auf der Straße unsere Frauen und Kinder abgeschlachtet werden. Und auch hier bei diesem Fall, da handelt es sich ja um eine, nennen wir es beim Namen, anscheinende Gruppenvergewaltigung von lauter Asylwerbern, die amtsbekannt waren. Und das versteht niemand mehr. Warum sind diese Bestien auf offener Straße? Und heute stellt sich die Ministerin Edtstadler von der ÖVP wieder hinaus und sagt, naja, wir machen ja eh einen weiteren runden Tisch und so weiter. Da versagt die Bundesregierung auf voller Ebene, dass sie da einfach, und das ist der Hauptpunkt, nicht eingreift und nicht handelt. Und ich habe genug und die Leute in dem Land haben einfach genug von diesen Beschwichtigungen, von dieser Show- und PR-Politik. Wir brauchen Politiker, die handeln, weil dafür werden sie auch bezahlt. Aber was würden Sie sich erwarten von der Bundesregierung? Was sollte Ihrer Meinung nach jetzt passieren? Wir haben ja einen 10-Punkte-Plan mit der FPÖ präsentiert, wo es um zwei Hauptpunkte geht. Erstens, sobald jemand straffällig wird, muss er sofort außer Landes gebracht werden. Es kann nicht sein, dass jemand, der Schutz sucht, der Freiheit sucht und zu uns kommt und dann unsere eigene Bevölkerung gefährdet, dass der bei uns im Land bleibt. Der hat sofort außer Landes geschafft zu werden. Und zweitens, damit diese Teufelsspirale nicht immer weiter nach unten geht, muss man auch aufhören, immer wieder illegale Asylanten aufzunehmen. Wir sind mitten von sicheren Drittstaaten umgeben. Wir sind ja kein Schlaraffenland und wir brauchen nicht weiterhin Kriminalität und Gewalt in unser Land importieren. Die ÖVP und der Innenminister machen aber etwas anderes. Während die Asylzahlen explodieren, stoppt man quasi die Abschiebungen und das bewusst aus dem Innenministerium vom Herrn Nehammer hinaus. Und ich habe da heute etwas mitgebracht. Und zwar stellt da im Innenministerium jemand die Frage, wiederholt wurde vor Abschiebungen der geforderte PCR-Test verweigert und damit die Abschiebung verhindert. Wie wird in Zukunft damit umgegangen? Und das Innenministerium gibt dann die Weisung aus. Ich darf kurz zitieren, ausschnittsweise: Die Durchführung eines solchen Tests stellt einen Eingriff in die körperliche Integrität dar. Wenn der Schubhäftling, und bei Schubhäftlingen reden wir von jemandem, der in Haft sitzt, der straffällig war etc., nicht freiwillig diesen Test macht und nicht mitwirkt, dann ist er nicht abzuschieben, dann muss er nicht abgeschoben werden, sondern wird er mitten von der ÖVP bei uns in die Freiheit, in die Gesellschaft entlassen. Da greift sich ja jeder auf den Kopf und gleichzeitig in Wien die 6-jährigen Kinder getestet werden und so weiter. Aber den Straftätern steht man einen Persilschein aus, damit sie bei uns in die Freiheit entlassen werden. Und das ist das, was wir nicht mehr verstehen, was niemand in diesem Land mehr versteht. Und das ist die Heuchelei und die Doppelbödigkeit der ÖVP. Und da ist die ÖVP absolut mittendrin in der Schuldigkeit für alles, was passiert, weil die entlassen diese Gewalttäter mitten in unserer Gesellschaft. Aber sind das Problem Ihrer Meinung nach die Gesetze? Sind die Gesetze nicht scharf genug? Oder werden sie einfach nicht ordentlich exekutiert? Und liegt es daran, dass diese Verfahren halt teilweise einfach auch endlos in die Länge gezogen werden? Wie es ja, muss man sagen, auch in diesen konkreten Fällen, weil zumindest zwei dieser afghanischen Tatverdächtigen ja der Fall war. Die sind einfach jahrelang beim Bundesverwaltungsgericht gelegen, diese Verfahren. Teilweise wurden es dann sogar eingestellt. Beides. Auf der einen Seite muss man natürlich auch die Gesetze adaptieren, damit eine sofortige Abschiebung möglich ist und durchgeführt wird. Und auf der zweiten Seite muss man mit dieser Asylindustrie, die ja hinter diesen Jahren und Verschleppungen steht, beenden. Uns muss einfach klar sein, man kann in Österreich das Unintegrierbare nicht integrieren. Und wenn jemand straffällig wird, wie auch in diesem Fall, anscheinend jetzt auch der jetzt festgenommene, der dritte Tatverdächtige, der auch schon einiges an Dreck am
stecken hat, dann müssen die sofort abgeschoben werden. Aber wissen Sie, was die haben? Die haben den besten Dolmetscher von NGOs bezahlt und gestellt. Die haben die besten Rechtsanwälte. Österreich oder die Opfer in diesem Fall, die haben nicht solche Anwälte wie die Täter in diesem Fall. Und das ist nicht mehr normal, aber das ist die Industrie, die unter Rot-Grün, aber auch unter Türkis immer mehr Oberwasser gewinnt und Oberwasser gewinnt, während die Österreicher und unsere Frauen und Mädchen sind immer sicher draußen durch die Stadt gehen, trauen und Sonstiges. Wie muss denn Ihrer Meinung nach abgeschoben werden, wenn jemand straffällig ist? Weil da kriegt er mal ein Verfahren auf Aberkennung des Asylstatus. Soll das dann eine gewisse Frist sein für dieses Verfahren, maximale Dauer? Oder soll der Status automatisch aberkannt werden ohne Verfahren? Wie würden Sie das machen? Wenn er straffällig geworden ist, das heißt, er ist ja verurteilt, wegen einem Straftelikt, dann gibt es zwei Sachen. Ist er noch im Verfahren? Ist das Verfahren sofort einzustellen, in Schubhaft zu nehmen und ab mit ihm? Hat er bereits den Asylstatus, dann ist dieser sofort aberkannt zu werden und er hat sofort abgeschoben zu werden. Und wenn jetzt der Herr Minister Nehammer sagt, wenn er keinen Test macht, dann können wir nicht mit der Linienmaschine irgendwie abschieben, dann sage ich Ihnen rein in die Herkules. Die Herkules räume ich aus, da kriege ich 2 Meter Abstand zusammen und die macht nichts anderes als 365 Tage im Jahr diese Gauner aus und außer Landes zu führen und außer Landes zu fliegen, sobald sie straffällig werden. Wir dürfen uns in Österreich nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen und schon gar nicht, wie Türkis-Grün macht, den Mördern den roten Teppich. Aber würden Sie diese straffälligen Asylwerber oder Asylanten dann außer Landes bringen, bevor sie die Strafe hier verbüßen? Oder müssen sie zuerst die Strafe verbüßen und dann werden sie außer Landes? Na, sofort außer Landes gebracht. Aber wenn die dann nach Afghanistan abgeschoben werden, da gibt es nicht einmal ein bilaterales Abkommen, dann verbüßt er dort nicht einmal eine Strafe. Der geht frisch, frei, fröhlich durch Kabul spazieren. Er flüchtet ja dort, weil es ihm angeblich dort zu gefährlich ist. Aber das ist mir wurscht. Wenn er hier bei uns straffällig wird, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dann ist das sein Problem. Wenn bei Ihnen zu Hause, wenn Sie jemanden einladen, jemand Ihre Frau oder Ihre Tochter angreift, dann warten Sie da, bis irgendwas passiert oder hauen Sie den sofort für die Tür. Und genauso muss es die Politik auch bei uns in unserem Land machen, sobald er straffällig wird, raus aus unserem Land. Und es wäre ja absurd, wenn unsere Gefängnisse eh schon übervoll sind, dass der auf Steuerzahlerkosten dann noch im Luxusgehäfen sitzt. Also ich sage ab nach Hause, was er dort macht in Kabul, wo er dort verrottet oder so, ist mir relativ egal. Und es gibt ja auch Drittstaatsabkommen, zum Beispiel mit Serbien, wo wir auch abschieben können, wenn es nicht um Serben geht. Das hat der Herbert Kickl damals begonnen auszuverhandeln. 2019 wurde dieser Vertrag geschlossen. Also wenn er heute straffällig wird und verurteilt wird, morgen außer Landes zu bringen. Mhm. Wohin würden Sie abschieben? In alle Länder prinzipiell? Wenn der unsere Gesellschaft gefährdet, den Schutz unserer Gesellschaft, das friedliche Leben, das Zusammenleben in unserer Gesellschaft, dann hat er nichts verloren und dann hat er bei uns den Schutz verwirkt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mir ist auch dann völlig egal, wohin wir abschieben. Nach Afghanistan, nach Syrien auf alle Fälle. Und wenn jetzt der Bundeskanzler hergeht und sagt, unter ihm wird es ja auch weiterhin Abschiebungen nach Afghanistan geben, dann ist doch das nichts anderes als die Heuchlerei. Diese Abschiebung gibt es ja eh schon und das Einzementieren des Status quo. Der Kanzler stellt sich vor die Kamera und sagt, er schiebt ab. Und der Innenminister sagt, macht's nur keinen Test, dann wird es eh nicht abgeschoben. Also da greift sich jeder nur noch auf den Kopf und mit dieser Heuchlerei muss jetzt Schluss sein. Jetzt gibt es natürlich eine zusätzliche Komponente in diesem Fall. Minderjährige dürfen ja derzeit nicht einmal abgeschoben werden, selbst wenn sie straffällig sind. Das verbietet die Europäische Menschenrechtskonvention. Was würden Sie da machen? Einfach diese Europäische Menschenrechtskonvention missachten und trotzdem abschieben? Oder wie würden Sie da vorgehen? Also erstens wissen wir mittlerweile, dass er wahrscheinlich nicht minderjährig war. Jemand hat gesagt, den kennst du, der ist ja eh schon 30. Aber man muss sich vorstellen, man darf nicht mal das Alter von ihm feststellen und Ähnliches. Und ja, wenn wir zum Beispiel sofort abschieben, wenn jemand straffällig wird, übrigens auch bei Nicht-Minderjährigen, dann verletzen wir internationale Verträge. Aber es wurden schon öfter internationale Verträge verletzt und die Weltkugel dreht sich noch immer weiter. Mir ist es wichtig, dass der Schutz der eigenen Bevölkerung und der österreichische Rechtsstaat an erster Stelle steht und dass wir dann auf den Rest der Welt schauen, weil sonst versteht das niemand mehr. Und wann uns da jetzt lauter
Gewalttäter, Straftäter, Illegale auf der Nase herumtanzen, ja, dann muss ich das anpassen, weil dann sind diese Verträge nicht mehr in Ordnung. Aber Sie wären für einen sofortigen Asylstopp auch, also sprich, keine Asylwerber mehr aufzunehmen? Ja, natürlich. Wir haben jetzt teilweise über 50 neue Illegale, die zu uns ins Land kommen. Im Übrigen auch einer der Tatverdächtigen, der angeblich 16-Jährige, der ist vor 2 Monaten nach Österreich gekommen. Wissen Sie, was mit den Österreichern war vor 2 Monaten? Die haben sich im Lockdown befunden. Der Österreicher hat sie nicht frei über die Grenze bewegen dürfen. Aber der Herr Nehammer hat ja lieber die Österreicher verfolgt und die rechtschaffene Bevölkerung verfolgt, anstatt dass er sich um die kriminellen Illegalen kümmert, die da über unsere Grenze drüber kommen. Und das ist einfach das Unrecht, das da nicht mehr weitergehen darf. Mhm. Aber Sie würden gar keinen einzigen Flüchtling mehr aufnehmen oder wenn jemand, sage ich mal, einen berechtigten Grund hat, dann schon? Wir sind von sicheren Drittstaaten umgeben. Das heißt, es gibt absolut keinen rechtlichen Grund, warum wir in Österreich Asylverfahren weiterhin zulassen sollten. Das heißt, jeder, der zu uns ins Land kommt, ist illegal und hat kaum Recht auf Asyl. Es kann ja nicht sein, dass der irgendwo in Kabul, in Afghanistan oder sonst wo in Syrien wegmarschiert, tausende Kilometer über Länder und Länder und Länder, dass er bei uns im Schlaraffenland landet. Dafür ist unser Sozialstaat nicht da. Aber so war es mit den Tatverdächtigen, die haben bekommen eine Gemeindewohnung in Wien. Das ist wahrscheinlich der Wien-Bonus, von dem die SPÖ die ganze Zeit spricht. Der hat bekommen über 56.000 Euro von unserem Steuergeld Sozialhilfe. Da hat ihm, wenn man das im Detail anschaut, ist sogar die Kinder- und Jugendhilfe hergekommen, hat ihm eine Wohnung besorgt bei Wiener Wohnen, damit er seine Drogenhöhle hat. Das ist doch absurd und wir müssen doch sofort umdenkend beginnen, wann unsere Kinder- und Jugendhilfe dazu da ist, dass sie potenziellen Mördern eine Drogenhölle besorgt. Das kann so nicht weitergehen. Es wird immer wieder dieses dänische Modell derzeit ja, gelobt von vielen, glaube auch von der FPÖ. Würden Sie dieses Modell so in Österreich auch umsetzen? Also sprich, dass man in Drittstaaten Asylzentren hat und die Asylwerber dort warten müssen, bis sie einen positiven Bescheid bekommen? Wäre das Ihrer Meinung nach ein Vorbild für Österreich? Ist auf alle Fälle ein Vorbild für Österreich, weil das Klügste natürlich wäre, überhaupt kein Asyl mehr auf europäischem Boden zuzulassen. Und wenn wir so viele Millionen und zig Millionen an die Entwicklungshilfe zahlen ins Ausland, dann wird es doch auch möglich sein, dass wir dort einen Korridor richten, ein Gebiet errichten, wo die gesamten Verfahren abgewickelt werden und dann schaut man, wie diese Verfahren ausgehen. Aber dann hat er auch nicht bis nach Österreich zu kommen in Wahrheit, sondern dann kann er dort auch außerhalb Europas aus unserer Sicht warten, bis er wieder zurück in seine Heimat kann, weil Asyl ist ja nur Schutz auf Zeit und er braucht aber nicht zu uns kommen und wie es jetzt in den letzten Wochen sogar gefordert wurde, dass er vielleicht irgendwann einmal die Staatsbürgerschaft bekommt. Es reicht jetzt mit dieser Zuwanderung. Wir brauchen keine Zuwanderung weiterhin, sondern wir brauchen in Wahrheit eine Minuszuwanderung, dass wir mit diesen gesamten Gefährdern opfern. Mhm. Jetzt handelt es sich bei den 3 Tatverdächtigen, die bisher verhaftet wurden und auch bei dem einen, der momentan noch auf der Flucht ist, also dem 4. mutmaßlichen Täter, allesamt um Afghanen. Gibt es Ihrer Meinung nach ein besonderes Problem mit Afghanen in Österreich? Na, das Problem ist, dass sich die ÖVP hinstellt und allen Ernstes erdreistet, in diesem schrecklichen Fall von einem Einzelfall zu sprechen. Ein Einzelfall bei einer wahrscheinlichen Gruppenvergewaltigung, wo wir wissen, dass es tausende straffällige Afghanen gibt. Da reden wir nicht von Einzelfällen und Sonstiges, aber da versucht natürlich die türkise ÖVP, weil man ja behauptet hat, man hat die Balkanroute geschlossen und Ähnliches, einfach der Bevölkerung Sand ins Auge zu streuen. Und wenn man nicht drüber redet, dann wird es nicht passieren. Aber ich sage und wir sagen, das sind keine Einzelfälle. Grundsätzlich, was aus diesem arabischen Raum zu uns kommt, wir wissen ja nicht, flieht der, weil er dort eine Haftstrafe erwartet, weil er dort vielleicht schon mal ausgefressen hat und so weiter. Das ist mit unserem Leben hier nicht kompatibel und deshalb darf man auch bei uns einfach keinen Asylantrag mehr stellen, weil das Unintegrierbare noch einmal ist nicht integrierbar. Aber sind Sie, ich muss das jetzt nochmal nachfragen, Sie sind für einen Asylstopp, aber sind Sie der Meinung, dass wir aus gewissen Ländern überhaupt keine Asylwerber mehr aufnehmen sollten? Ich bin der Meinung, dass wir überhaupt keine Asylwerber mehr aufnehmen sollten. Wo sie herkommen. Egal, wo sie herkommen. Wenn es einmal irgendwo einen Konflikt in unseren Nachbarländern gibt, so wie bei der Jugoslawien-Krise, da haben wir gezeigt, natürlich können wir dann da helfen. Aber ich glaube, das steht jetzt nicht ins Haus. Aber wir sind doch nicht das Sammelsurium und das Schlaraffenland für Zuwanderer und Wirtschaftsflüchtlinge aus dem arabischen Raum, wenn die dann bei uns auch noch unsere Frauen und Mädchen vergewaltigen und umbringen, sicher nicht. Herr Schneiditz, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter hier bei Fellner Live.